an alle! Arbeitsschluss, gefressen wir Zäsuren! Das Cold War Update ist endlich draußen. Wir haben so viele Dinge, die neu sind. Neue Waffen, neue Maps, die Fusion zwischen Cold War und Modern Warfare. Einfach nur insane, was da gerade bei diesem Update versprochen wurde. Wir haben eine neue Abschussserie, die sich jeder gewünscht hat. Die verbesserte Drohne. Danach haben wir noch drei neue Waffen. Insane. Wir haben neue Maps. Also, MW und Black Ops Cold War fusionieren sich. Habe ich noch nicht gezockt, kann ich mir keine Meinung bilden. Wir haben Feuergefecht, neue Maps. Oh, dick gespuckt. Einfach nur ganz, ganz, ganz wilde Sachen. Und ich würde sagen, ein bisschen davon stelle ich euch jetzt vor. So, schauen wir uns erstmal den Battle Pass hier an. Den gönnen wir uns, den kaufen wir uns jetzt, Alter. Haben wir uns jetzt hier ein bisschen was freigekauft, ne? Puh, die neuen Operator. Ja, Backsfresh. Dann Vargas und Powers. Dann haben wir hier. Stitch. Wild, wild. Und da haben wir den Kollegen hier. Garcia. Hier haben wir den. Guten alten Bekannten. Watts. Dann der nächste, der neu am Start ist. Das ist der Adler. Und die nette Dame Park. Ja, sie ist Silence, Undercover unterwegs. Ja, wild, 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 wild. Was haben wir hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie krank sieht das bitte aus? Für die Tundra so ein ganz krasser Ball. Eine Rolli auch am Start. Talisman Gold. Alter. Amazing. Diese Gilded Age. Ganz krank. Raid. Team Deathmatch. Oh mein Gott. Solche Flashbacks gerade. Ich schwöre, ich habe Gänsehaut bekommen gerade. Ich schwöre auf alles. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Raid, Digga. Da haben wir doch so ein Stitch oder Tetch oder wie er hieß. Stitch, Digga! Von Ice Age, ich glaub's nicht. Oh, Lag. Erster Lag, das ist. So, zack. Vierer-Serie. Hier kommt einer. Ich höre ihn. Ey! Hier werden wieder so viele Triples fliegen, Digga. Hier war noch einer unten. Da. Da eine Flash rein. Direkt. Oh, das ist nicht gut. Ah! Guckt euch mal an, wie geil. Junge, was sind das hier für Verbindungsprobleme, Mann? Die waren vorher noch nicht da. Ich hoffe, die sind nicht dauerhaft, Alter. Hier, guckt euch das mal an. Wow! Raid is back, Digga. Hier die Trickshots von der Palme und alles. Oh, ich bin bereit. So, die erste Abschusscam, die ich sehe auf Raid. Gönn mir was Geiles, bitte, Bro. Eins. Digga, enttäusch mich jetzt nicht, Mann. Das ist meine erste Abschusscam auf Raid. Zwei. Drei. Und da war ich zu sehen. Mein erster Abschusscam, ich bin dabei. Hier um die Ecke zeigen. Boah, also die Waffe, ne? Die fällt so schnell. Das ist nicht normal, ehrlich. Also bei der Waffe die vertikale Rückschusskontrolle runter und die wird krank. Auf Range kann ich mir vorstellen, dass die Waffe nicht so gut ist. Aber ich denke, wenn man bei der Waffe die vertikale Rückschusskontrolle runter macht, dann geht die richtig ab. Und das wird ein maximales Biestern sein. Das wird so ein krankes Biestern sein. Ja, die vertikale Rückschusskontrolle ist natürlich bärstig. Ne? Guckt euch das mal an. Das ist schon echt widerlich. Ohoho! Huhu! Huber oder so, ne? Huber, Haber, Hiber, Hebele, keine Ahnung. Oder so. Action, Alter. Uhu. Oh Mann, ey.
Ja, man, Nuketown Winter sieht ganz wild aus. Die Mac 10, wenn man mit dem wahrscheinlich mit Aufsätzen hat, wird das ein absolut krankes Biest sein. Ich habe die jetzt in einem Spiel auf Level 5 gemacht und sie hat mir jetzt schon gefallen. Man muss halt einfach die Aufsätze dann so machen, dass die vertikale Rückschusskontrolle generiert wird. Also, dass sie einfach abdämpft. Ja. Guckt euch meine neue wilde Uhr an. Guckt sie euch an. Oh. Rolia Mamale. Waffe ist so Digga. Geistesgestört, diese Waffe. Wie schnell die Leute weggeholt. Junge! Junge, auf Nuketown anders OP die Waffe. Huh! Hier nochmal ein. Hier nochmal ein kurzer Flex mit der neuen Tarnung, mit dem neuen Bauplan. Oh yeah, Baby, ganz gut.